Eben können wir nicht riskieren. Wir sind eh schon gerade ziemlich am Verlieren. Ja, nur, Scheiße, ich verstehe nicht, warum ich den nicht getroffen habe. Das ist gerade richtig mies. Oh, Gott, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Oder? Nee, das war ein Tin. Ich sehe ihn gerade, ich sehe ihn von unter Wasser. Oh mein Gott. Wo ist er? Der ist, soll ich ihn von unten versuchen abzuschießen? Oder hat er mich schon... Ja, wenn du ihn... Der sieht mich nicht. Wenn, der sieht mich nicht. Wenn und du ihn treffen kannst, dann nur bei sicheren Treffern. Bei sicheren Treffern. Ich meine, er sieht mich ja nicht. Oder okay, ist er dann das? Versuch's. Das ist er. Das geht irgendwie nicht. Das ist scheiße. Ich weiß jetzt aber, wo er ist. Er will jetzt gerade echt zum Cobblestone-Turm. Das heißt, wie viel Eisen hast du in der Bude? Ich bin gerade offen. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir haben. Gut, dann treffen also wir uns. Oben im Kobbel, also. Psst. Er hat mich gefunden. Er hört uns nicht, du musst uns Psst sagen. Nein, du sollst ruhig sein, weil ich hier gerade. Oh Scheiße, er versucht sich hier hin zu mich zu bauen. Ich höre ihn. Janik, ich werde drauf gehen. Ich baue mich jetzt tiefer, aber ich kann mich nicht so gut verstecken, verstehst du? Mhm. Wahrscheinlich hat er jetzt gerade mich gehört. Na super. Oh Scheiße. Ich wollte ihn noch gerade versuchen zu treffen. Entweder ich habe ihn getroffen, hätte auch ein bisschen Leben verloren oder nicht. Oh, Scheiße. Also ich habe ihn vorhin bis kurz getroffen, aber das hat er wahrscheinlich wieder zurückgeneriert. Ja, eben. Ich habe ihn... Ja, klar, ich habe echt das Gefühl, dass meine Projektile irgendwie nicht durchs Wasser gehen. Okay. Ich habe das Gefühl, hier war jemand, weil hier liegt ein XP-Punkt. Okay. Ja, vielleicht haben die haben uns Imba und die anderen vielleicht auch schon durch das Nicht-Sneaken gefunden oder so. Ich versuche jetzt aber echt immer noch gerade vor Johnny abzuhauen. Das macht mir gerade ziemlich Angst. Also wenn mich jetzt irgendjemand angreift, dann wäre ich ziemlich am Arsch, weil ja, ich weder Waffen noch Rüstung habe. Okay. Sneak hast du jetzt aber drinnen? Ja. Yep. Gut. Ach, hier ist Eisen. Das kann ich gar nicht aufnehmen. Ja, wir müssen uns irgendwo treffen. Das einzige Problem ist, ich traue mich jetzt hier nicht rauszugehen. Im Huhn. Auch dein Essen. Ja, Nick, wo sollen Fleisch wir uns treffen? Wo treffen wir uns? Keine Ahnung. Ich muss mir gerade Essen besorgen. Und zwar, indem ich Hühnchen mit der bloßen Hand töte. Oh, ist jetzt ja gleich wieder Wasser. Ich tauche mal kurz hier auf. Nee, ich werde keine Luft haben. Das ist ein Schwein. Ich war das ja gar nicht eher, was ich gesehen habe, sondern... Aber er hat Erde abgebaut, das habe ich mit ziemlicher Sicherheit gehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da Erde abgebaut hat, eigentlich. Oh, Mann. Oh, Kacke, ein Skelett. Also... Ah, das Skelett trifft mich gar nicht, oder? Wie weit bist du vom Spawn entfernt? Nicht weit. Nicht keine weit. Ahnung, ich kann es nicht erkennen. Okay, ich werde jetzt versuchen, mich unter den Spawn zu bauen, okay? Knapp 200 Meter. Knapp 200 Meter, dann bleib, geh doch am besten... Psst, sag mal, Musik. Ich muss kurz mal Ingame-Sound lauter machen. Ja, er ist hier. Er ist hier in der Nähe. Oder das sind Tintenfische, was ich... Ja. Gott. Ich sehe seinen Wal. Was machen Tintenfische für Geräusche? Gar keine. Gut, dann ist das er. Zweideutig. Alter, ich bekomm's dir gerade so mit der Angst zu tun. Wo ist der? Ich war gerade in der Höhle, oh mein Gott. Ich bin gerade beim Spawn. Ich weiß nicht, wo er ist irgendwo um mich. Ich höre ständig jemanden was abbauen. Ich stoße hier ständig auf Eisen und kann es nicht aufnehmen. Mein Spitzhacke hält es auch nicht mehr so arg lange durch. Ich bin 90 Meter vom Spawn entfernt und ich habe das Gefühl, der baut sich die ganze Zeit über mich. Was zum Teufel macht solche Geräusche? Oh Gott, Janik, wir werden sowas von verlieren. Ja, da sind wir eh schon gerade dabei. Was passiert eigentlich, wenn ein Team keine Leben hat? Ja, dann gehen wir alle zu dem Team, was uns gekillt hat. Okay. Oh, Kacke! Er hat dich gesehen? Ein Skelett. Nein, ein Skelett. Na, dann wär's ja gut für mich, hä? Ja, gut. Ja. Spawn da. Und da hinten ist ein Enderman, der sich gerade mal fröhlich durch die Gegend teleportiert. Alter, ich bin so nah an der Uhr. Oh, was? Oh. Ein Gewitter. Ja, ein Gewitter. Zombies mit
Also wie gesagt, ich baue mich jetzt unter den Spawn und dann machen wir uns da so einen kleinen Geheimraum unterm Spawn. Und dann gebe ich dir. Ich suche mir gerade mal eine gute Beobachterposition. Ja, und dann mache ich dir deine Sachen wieder. Nee, weißt du was, baue dich in den Spawn. Oh nein. Glaubst du, du schaffst es, dich in den Spawnpunkt reinzubauen, ohne dass er dich bemerkt? Janik? Was? Alter! Da hinkommt, wow. Er ist gerade ein paar Meter vom entfernten Blitz eingeschlagen. Ja, Janik, hast du das eben gesehen, was er geschrieben hat? Er weiß, dass ich mich hier verstecke. Ja. Ich baue mich jetzt noch tiefer. Okay, weil meine Theorie wäre jetzt gewesen, du baust dich in den Spawn rein und ich baue mich dann von unten dahin hoch. Das wäre doch eigentlich saugeil, oder? Ja, das wäre saugeil. Moment. Und weg ist er. Ah. Mein Vater hat von draußen laut nicht lizenzfreie Musik. Okay. Ja, Janik. Um Tür zu machen. Nochmal, bloß kann ich mich jetzt nicht am Spawn verstecken. Ich muss. Oh, Kacke. Was ist denn? Sehen. Nicht wirklich. Sehen. Wo ist er? Doch. Er baut sich da irgendwas unterhalb von unserer Turm. Was baut er sich da genau? Keine Ahnung. Er läuft gerade nur im Kreis. Achso, er versucht sich schnurstracks runterzubauen. Nee, er läuft im Kreis. Im Kreis, dann wartet aber er wahrscheinlich auf. Er hat irgendwas aus Erde gebaut. Aus Erde was? Okay. Wahrscheinlich. Ich bleib jetzt hier mal versteckt. Okay, Janik, gib mir bitte deine genauen Koordinaten. Bau dich runter und gib mir dann deine genauen Koordinaten, bitte. Ich bin jetzt minus 255 und plus 377. Okay, Moment. Aber er ist noch einiges entfernt. Du bist plus was? Minus 255 plus 377. Meinst du, du schaffst es? Was? Warte, ich muss kurz gucken, wohin du es schaffen könntest. Was sehen wir denn hier noch? Ich bin hinter einem Berg, weil wenn ich schwimme, dann sieht er mich sofort. Okay. Moment. Wir probieren jetzt gleich mal was. Und ich verhungere hier gerade. Okay. Einen Moment. Meinst du, du schaffst es, zur Spawninsel zu kommen, irgendwie? Kannst du zur Spawn... Kacke, da ist direkt neben mir ein Blitz eingeschlagen. Kannst du zur Spawninsel kommen? Ich kann es versuchen. Kannst du es versuchen? Ja. Gut, dann baue ich mich jetzt unter die Spawninsel und dann gebe ich dir die genauen Koordinaten. Genau da baust du dich runter. Oh, er geht zum Spawn, er geht zum Spawn. Er geht zum Spawn. Er schwimmt zum Spawn. Er schwimmt jetzt dahin. Er hat mich gesehen, ja. Und du bist jetzt... Er hat mich gesehen. Okay. Gerade an einem Berg. Nee, er hat mich nicht gesehen. Nicht. Er schwimmt jetzt gerade direkt zum Spawn. Und er ist direkt am Spawn. Nein, er hat mich gesehen. Kacke, er kommt zu mir. Ich hau ab. Okay, hau ab. So langsam ich kann, weil... Scheiße, Mann. Ich habe nur ein Essen. Ich habe irgendwie das Gefühl, also dass sprinten. Jetzt wirklich alle zum Spawn laufen, ne? Ja. Okay, ich baue mich jetzt trotzdem genau unter den Spawn raus, würde ich mal sagen. Ich versuche mal genau da unten drunter rauszukommen. Ich klappt das ja. Ich weiß, sorry, einige werden jetzt schreiben, dass der Donner zu laut ist, aber ich will hier halt gerade alles hören. Also, weil wenn ich nichts höre, dann habe ich auch ein kleines Problem. Ist jetzt auf der Spawninsel oder wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht, ich hau gerade ab. Okay. Also er ist in meine Richtung geschwommen. Okay, ich hab eine Höhle gefunden. Also gehe ich davon aus, dass er mich gesehen hat. Mhm. Und jetzt verhungere ich. Au, mich hat... Seine Waffe. Neben mir ist... Nein, das ist ich verhungere gerade. Ah. Und außerdem ist direkt neben mir ein Blitz eingeschlagen. Okay. Die Blitze haben es irgendwie auf mich abgesehen. Ich versuche gerade hier einen Apfel zu bekommen oder sowas. Gut, ich bewege mich jetzt in einem Minenstollen fort hier. Ja, ein Apfel. Glaube ich, wird er mich schlechter finden. Hier unter dem Spawn sind nämlich direkt genau Bienenstollen. Ja, ich werde mich jetzt unterirdisch weiter bewegen. Wenn ich hier sterbe, findet er wenigstens nicht meine Sachen. So. Ach du Scheiße. Okay, ich sehe mich. Oh, ein Hundi. Ich könnte ihn zähmen, damit er mich hier beschützt. Ja, sollten wir machen. Hunde. Doch, lieber Hunde. Mist, er liegt mich nicht. Ich hab ihm zwei Knochen geschenkt. Ach, okay. Da ist noch ein Knochen. Okay. Let's try it again. Janik, wo bist du jetzt gerade? Da bei dem Wald, den wir niedergebrannt haben. Bei dem Wald, den wir niedergebrannt weiter, haben. Rechts. Nicht rechts heißt, also Westen heißt.
Aha. Was ist? Shit. Leute, ich weiß, dieses Soundbug geht euch ziemlich auf die Nerven. Ich will auch hören, ja, ob mich jemand angreift. Ja, kann man verstehen. Weil bei mir sind da die ganzen Töne immer doppelt. Ach du meine Güte. Ich bin hier gerade und hier sind so viele Spinnenspawner und ich wette auch so viele Melonensamen, aber irgendwie will ich hier gerade nicht hingehen. Hä? Wer könnte es mal übel? Gib mir einen Apfel. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das Gebiet gerade dahin, wo ich versuche, durch die Stollen hinzukommen. Dann könnte ich mich dort einfach raufbauen und wir treffen uns dann im idealen Fall dort, ohne dass er etwas bemerkt. Und ich gebe dir einfach die Sachen. Welche Sachen? Du weißt schon, deine Rüstung und Waffen und so. Und Essen im Idealfall auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Bienenstollen sind nicht so auf meiner Seite. Nee, sind sie nicht. Verdammt. Jo, dann schlage ich mir meine Basis auf. Yannick? Ja. Obwohl, das könnte fast klappen. Ah ne, das Baumgebiet war dort. Das war gar nicht hier. Das war da hinten. Hm. Okay, ich bin jetzt knapp 400 Meter vom Spawn entfernt. 400 Meter. Mhm. Meinst du, du schaffst es, dich genau bei den Koordinaten minus 211 und Moment. Au! Boah. Einen Moment bitte. Minus 211 und plus 303 runterzugraben. Das ist so am Sandstrand in der Richtung zum Spawn. Meinst du, du kriegst das irgendwie hin? Warte. Ich muss erstmal hier ein Schwein töten, damit ich Fleisch bekomme. Weil wenn ja, dann grabe ich mich da hoch, weil du hast ja keine Spitzhacke. Ja. Ich grab mich mal da hoch, vielleicht schaffen wir das ja echt. Aber bitte nicht zu weit, weil sonst krepiere ich, wenn ich da runterfall. Nee, wir werden. Du wirst gleich sehen. Ach, ich hatte das scheiß Schwein kein Fleisch fliegen lassen, ey. Kannst du dir dahin einen Waypoint machen zu den Koordinaten? Wohin? Minus 210 plus 306. Minus 210 plus 306. Genau. Das ist dann irgendwie in die Richtung. Ja, mach dir am besten einen Waypoint. Und zwar genau dort, weil genau dort... Ja, wie macht man das? C und dann einfach dort auf die Koordinaten klicken, wo die stehen, und dann einfach mit der Löschtaste löschen. Hä? Also bei C habe ich nichts, ich habe Waypoint. Wenn du C drückst, dann Waypoint nehmen. Dann stehen dort die Koordinaten. Ja. Da stehen dann Zahlen. Da klickst du rauf und drückst einfach minus, minus, minus. Also entfernen. Warte, sag schon. Mal die Koordinaten. Minus 210. Minus also 210. Plus 306. Also die hat Johnny, weil alle schlau sind. C plus 3. Was? Plus 306, die Z, ne? Ne, Z, ja genau, Z ist plus 306 und 306? Ja, 306 und X ist minus 210. Okay. Brauche aber noch ein bisschen, um mich ganz hochzubauen, weil ich bin gerade ziemlich... Oh nein, ich werde von Sand erschlagen. Nicht wirklich. Fuck, ich habe keine Chance. Ja, Nick, wir werden... Ja. Yep. Nein, ich werde jetzt nicht... Oh mein Kuh. Oh, ich hab Luft. Perfekt! Das ist direkt im Wasser. Wenn du dort bist, ist dort Wasser und du musst nur einen Erdblock zerstören und dann hast du es schon gefunden. Okay, ich ein Holzblock. Vielleicht was zu essen. Hast du was zu essen? Ja, zu essen habe ich genug. Du musst es nur hierher Gott schaffen. Gott sei Dank. Also, ich baue dann unten einen Ofen auf und dann haben wir genug Essen. Oh ja. Ja, ich hab okay, ich muss gucken, ob ich es schaffe, ohne dass er mich entdeckt oder tötet. Es ist wie gesagt, genau bei den Koordinaten ein Loch unten im Wasser. Dort musst du nur rein und einen Holzblock zerstören. Du fällst, aber du fällst nicht sonderlich tief, also nicht so tief. Vielleicht... Das könnte mich aber schon umbringen. Das sind nur drei Herzen. Drei Blöcke. Vier. Das hat mich schon mal fast umgebracht. Drei Blöcke, da bekommst du noch nicht mal Schaden, weil dort dann gleich Wasser kommt. Warte, ich... Achso, wenn gleich Wasser unten ist, dann... Nee, ich muss... Wow. Ich muss den Raum hier ein bisschen größer machen, weil sonst ersaufen wir, wenn da gleich Wasser ist. Ja, Nick, wie weit bist du entfernt? Nicht weit. Knapp 100 Meter. Okay, glaubst du, du schaffst das? Das ist, wie gesagt, ein Loch im Wasser. Da musst du runter und da ist gleich ein Holzblock. Ich versuch's. Ich hoffe nur, dass er mich nicht entdeckt. Wenn, dann sind wir zu zweit. Dann baue ich mich schnell runter und nach oben hin Blöcke hin und dann fällt er. Dann fällt er runter. Dann ist er schon mal geschwächt. Wenn ich auf ich hasse es, hier zu dem zu gehen zu müssen. Ja. Ich kundschaft mal die Landschaft so ein bisschen aus.